Hallo liebe Community und an alle der unglaubliche digitale Zirkus-Fans da draußen. Es gibt große Neuigkeiten zu der unglaubliche digitale Zirkus. Am 23.02. wurde folgendes Video mit dem Titel Pomni wach auf, Zeit für ein Abenteuer auf dem YouTube-Kanal von Glitch hochgeladen. Ich habe ihn mir angeguckt und ihn für euch analysiert, damit wir ihn jetzt gemeinsam Stück für Stück in diesem Video durchgehen können. Da es da jedoch einige kurze Szenenausschnitte gibt, die viele Interpretationsspielräume lassen, bin ich auch sehr auf eure Ideen zu dem Ganzen gespannt. Bevor wir starten, wollte ich noch kurz erwähnen, dass ich ja im Community-Post angekündigt hatte, dass es Neuigkeiten geben wird. Und es wurde sich gewünscht, dass ich auf jenes Video von Glitch reagieren soll. Leider habe ich diesen Wunsch zu spät gelesen. Das tut mir wirklich leid, das wäre bestimmt ganz cool geworden. Ich werde es in Zukunft dann im Hinterkopf behalten. Alles klar, damit wäre alles gesagt und ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Analyse zu Pomni wach auf, Zeit für ein Abenteuer. Direkt zu Beginn des Videos sehen wir Pomni wach und liegend auf ihrem Bett in ihrem eigenen Zimmer. Dieses Zimmer kennen wir bereits, da es schon zuvor auf der Wacky Watch Website geleakt wurde und ich euch über meine Short-Videos darüber immer auf dem neuesten Stand gehalten habe. Danach gibt es ein Überkopf-Close-Up von ihr und ich muss sagen, dass ich mich zuallererst über die Animationsqualität gewundert habe. Pomni sieht im Vergleich zur Pilotenfolge etwas anders aus. Ich habe im Vergleich mal ein Bild von der Pilotenfolge mit ihrem jetzigen Ich nebeneinander gestellt und konnte zumindest zwei markante Unterschiede erkennen. Erstens das Color Grading, sprich die Farbkorrektur wurde etwas angepasst. Die Farben wie Blau, Rot und Gelb sind im Allgemeinen kontrastreicher, also stärker als zuvor. Zweitens, die Lichtreflexion in ihren Augen ist deutlicher zu erkennen. Daraus lasse ich einfach mal schließen, dass die Produktionsqualität sich durch den Erfolg der Pilotenfolge erhöht hat und wir uns auf eine noch bessere Qualität freuen können. Klingt doch super, oder? Gehen wir zurück zu Pomni. Sie schaut etwas desillusioniert aus, was ich absolut verstehen kann. Sie scheint noch nicht ganz akzeptiert zu haben, dass sie jetzt im digitalen Zirkus leben muss. Ein paar Frames später kommt auch schon Kane hereingeplatzt und weckt Pomni aus ihrem Bann. Kane erklärt Pomni bzw. uns Zuschauern, dass die Pilotenfolge mindestens einen Aufruf bekommen hat und dadurch offiziell zur ersten Folge von der unglaubliche digitale Zirkus aufgewertet wird. In Wirklichkeit hat die Pilotenfolge mittlerweile über sage und schreibe 272 Millionen Aufrufe gemacht. Danach appariert Kane mit Pomni zum Plaza. Dort erzählt er ihr, dass die Fan-Community echt viele Beiträge über der unglaubliche digitale Zirkus und vor allem über Pomni gemacht hat, von der Kane kanonisch, also in der Hauptstory, keine Ahnung von hat. Was heißt das jetzt alles? Es heißt, dass dieses Video nicht zur Hauptstory gehört, aber die Fakten innerhalb dieses Videos echt sind. Die Beiträge, die Kane Pomni zeigt, sind verpixelt. Der Grund dafür ist höchstwahrscheinlich wegen urheberrechtlichen Gründen und Not Safe for Work Inhalten, auf Deutsch nicht passend für die Arbeit Inhalten. Das Ganze wird dadurch bestätigt, dass Pomni anfängt zu fluchen und absolut entsetzt darüber zu sein scheint. Und hier meine kleine persönliche Meinung zu all diesen YouTube-Creators, die YouTube mit solchen Not Safe for Work Thumbnails überflutet haben. Mir ist das nämlich auch schon aufgefallen, als ich auf YouTube nach der unglaubliche digitale Zirkusinhalten gesucht habe. Ihr seid wirklich widerlich und die Macher scheinen wohl zu Recht ähnlicher Meinung zu sein. Nun ja, es geht weiter. Und hier kleiner Shoutout an die Regie der deutschen Fassung, nämlich Shikon VA, welcher zugleich auch die deutsche Stimme von Jax ist, da ich Pomnis Reaktion mit Was bin ich sehend wirklich originell und lustig fand. Ich weiß nicht genau, aber war Was bin ich sehnt nicht mein Meme oder so? Wie dem auch sei, Shikons Team macht eine tolle Arbeit und ich freue mich schon auf die zweite Folge. Apropos zweite Folge. Es gibt wie von mir vermutet ein offizielles Release-Date der zweiten Folge. Die zweite Folge wird im Mai kommen, also noch ungefähr 90 Tage schlafen und dann ist es auch schon soweit. Gehen wir weiter. Danach sagt Kane, dass es aber jetzt nicht um die Community-Inhalte gehen soll und dreht das Bild. Wir sehen unseren ersten Teaser, über was uns höchstwahrscheinlich in den kommenden Folgen erwarten wird. Das Zuckerkönigreich. Es bestätigt uns zugleich, dass nicht alle Folgen innerhalb des Zirkuses spielen werden, was ich sehr cool finde. Direkt darauf folgt Kinga mit einer Schrotflinte. Die Räumlichkeit ist sehr dunkel und es scheint, als würde Kinga versuchen, etwas mit Gewalt zuzuschlagen. Man könnte jetzt auch vermuten, dass er versucht, jemanden zu verletzen, aber ich glaube daran, dass Kinga ein ganz netter ist und das nicht tut. Anhand seines Gesichtsausdrucks wirkt er ziemlich konzentriert und nicht adrenalingeladen oder erschrocken, was nochmal unterstreicht, dass er niemanden angreift oder sich verteidigen muss. Aber Leute, warum hat er eigentlich eine Schrotflinte? Wofür braucht er sie? Jetzt frage ich mich ebenfalls, ob man im digitalen Zirkus sterben kann. Was glaubt ihr? In der nächsten Szene sehen wir Jax in einer Arbeitsuniform für ein Fastfood-Lokal namens Spoodies. Jax wirkt ziemlich fassungslos und scheint nicht wirklich darauf Lust zu haben. Womöglich hatte Jax versucht, sich zu weigern und musste am eigenen Leibe feststellen, wie mächtig Kane doch ist, welche ihn dazu höchstwahrscheinlich gezwungen hat. Interessant hier ist ebenfalls, dass sich die Vermutung bestätigt hat, dass die Charaktere ihre Designs ändern können. Danach sehen wir noch ein unfertiges Projekt mit dem Namen Object X. Für mich sieht es eindeutig nach einem Baseballstadion aus und irgendwie wäre es ganz interessant, alle Charaktere dabei zu sehen, wie sie Baseball gegeneinander spielen.
Übrigens, an alle unter euch, die auch Anime schauen, als ich das Bild vom Stadion gesehen habe, ist mir sofort die Baseball-Folge aus Jujutsu Kaisen in den Kopf gekommen. Dort spielen die Charaktere ebenfalls die ganze Folge lang Baseball miteinander, beziehungsweise gegeneinander. Es könnte gut sein, dass Gooseworks sich davon inspirieren ließ, da Jujutsu Kaisen ein ziemlich beliebter Anime ist und unsere Gengel ein Anime-Fan ist. Gengel ist zwar ein One-Piece-Fan, aber bestimmt ist auch Jujutsu Kaisen irgendwo mit dabei. Gehen wir weiter. Kane sagt sofort, dass das Stadion noch ein unfertiges Projekt sei und versucht dabei, es mit seinem Körper so gut es geht zu verdecken. Die Szene wird durch die Sonne unterbrochen, welche Kane droht, ihn zu eliminieren, wenn sie nicht auch ein paar Sätze zu sprechen bekommt. Wait, kann man also doch im digitalen Zirkus sterben? Das liegt daran, dass die Fans sich geärgert haben, dass in der Pilotenfolge nur der Mond gesprochen hat. Ein weiteres kleines Detail ist, dass der Mond und die Sonne immer gegenteiliger Meinung sind. In der Pilotenfolge sagte der Mond zu Kane, dass sie ihn liebt und die Sonne, nun ja, tut das nicht so wirklich. Kane meint, dass sie ein paar Sätze bekommen wird, die Sonne ist glücklich und verschwindet wieder. Und dann zeigt uns Kane blitzschnell einzelne Frames von 8 neuen Charakteren, welche wir in den kommenden Folgen erwarten können. Der erste Charakter ist ein süßer gelb-weißer Zuckerdinosaurier mit einem Cowboy-Hut, welcher vermutlich ein Fernrohr in der Hand hält. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einer der Bösen ist und aus der Ferne unsere geliebten Charaktere erspäht. Vielleicht folgt darauf ein epischer Showdown. Unser zweiter Charakter ist jemand, den wir schon als Lichtreflexion in einer der Teaser zur zweiten Folge gesehen haben. Und er befindet sich ebenfalls im Spoodies-Lokal, was man gut im Hintergrund erkennen kann. Ich glaube nicht, dass er dort arbeitet, er wird viel eher ein Kunde sein, da er sich nicht hinter der Theke befindet, sondern davor, was man gut daran erkennen kann, dass sich Tische hinter ihm befinden. Der vermeintliche dritte Charakter ist etwas seltsam. Ich sage deswegen vermeintlich, da er für mich nicht wirklich nach einem Charakter aussieht, sondern eher wie ein alter Audiorekorder. Die Beleuchtung ist dunkel und etwas grün, was mich darauf schließen lässt, dass es mit Kingas Abenteuer und seiner Schrotflinte zu tun hat, da er sich dort in einem ähnlichen Ambiente befindet. Der vierte Charakter könnte der Bossgegner aus dem Zuckerkönigreich sein. Er ähnelt dem Aussehen von Gloin Queen aus der Pilotenfolge. Vielleicht ist es sogar der Zuckerking / Gloin King / Gloin Queens Ehemann, welcher anfängt aggressiv zu werden, sobald er erfährt, was unsere Charaktere mit Gloin Queen angestellt haben. Der fünfte Charakter scheint ein kleiner Geist zu sein, welcher ebenfalls in Kingas Abenteuer vorkommen wird. Er scheint sich in einer Villa zu befinden und erinnert mich sofort an Luigi's Mansion. Allein basierend darauf könnte man vermuten, dass Kingas Abenteuer in einer Horrorvilla stattfinden wird. Aber so gruselig scheint er jetzt eigentlich nicht auszusehen. Ich finde ihn eher süß. Der sechste Charakter ist wieder jemand aus dem Zuckerkönigreich. Unschwer zu erkennen hat sie eine kleine Krone auf ihrem Kopf und wird höchstwahrscheinlich die Prinzessin oder die Königin des Zuckerkönigreichs sein. Ich gehe mal davon aus, dass sie vielleicht die Auftraggeberin für das Abenteuer im Zuckerkönigreich sein wird. Sie sieht zumindest sehr nett aus. Der siebte Charakter ist ebenfalls ein Geist. Ich glaube, mittlerweile ist klar, zu welchem Abenteuer sie gehört. Kingas. Sie trägt alte Kleidung und ist auch höchstwahrscheinlich der Charakter, welchen man im Teaser als Lichtreflexion sehen konnte. Und zu guter Letzt haben wir den achten Charakter, welcher eine Puppe ist und sich im Zuckerkönigreich befindet. Ich glaube, dass die Puppe hier aber keine Puppe darstellen soll, sondern den neuen Hauptcharakter, welcher in der zweiten Folge hinzukommen wird. Die Puppe dient lediglich als Platzhalter für den neuen Hauptcharakter, dessen Design entweder noch nicht fertig ist oder von Gooseworks geheim gehalten wird. Das bestätigt übrigens auch die Theorie, dass die Schaufensterpuppen Platzhalter für neue Charaktere sind. Gehen wir weiter. Die kleinen Charakterteaser enden damit und Kane wird euphorisch und meint, dass dadurch sehr viele neue Community-Beiträge entstehen werden und dann transformiert er sich in einen Kane-Plushie, welcher natürlich nicht der offizielle Merch ist, sondern irgendein Abklatsch von irgendeiner Firma, die denkt, mit der unglaubliche digitale Zirkus Profit schlagen zu können. Ich habe nach dem Plushie gegoogelt und das Ding kostet einfach fast 25 Euro. Oh Mann. Bitte unterstützt sowas nicht und kauft nur den offiziellen Merch von Glitch. Die Erträge dessen gehen sofort in die Unterstützung der weiteren Produktion. Es gibt Pins, Plushies, T-Shirts, Stickers, eine Schallplatte mit allen Songs der Pilotenfolge und Chibi-Figuren. Diese Produkte sind ausschließlich auf digitalcircus.store erhältlich. Nirgendwo sonst, alles andere ist Zitat. Jede andere Quelle ist ein dreckiges Bootleg und unterstützt nicht die Show, ganz egal wie sie aussehen. Nur digitalcircus.store. Und das war's mit der Analyse. Mehr gibt's nicht. Ich hoffe, euch hat mein erstes längeres Video gefallen. Unglücklicherweise bin ich stimmlich etwas angeschlagen. Ich hoffe, das ist zu entschuldigen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Like geben würdet. Da ist echt viel Arbeit reingeflossen. Und abonniert gerne für mehr. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar von euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Euer Gepetto. Ciao.